Wir sagen Danke an Christina und an alle anderen Kellner und Kellnerinnen, die dieses Fest zu was ganz Besonderem machen. Und liebe Alexandra, ich darf dich einladen, das mal auszuprobieren, wenn du Lust hast. Was? Na, Kellnern. Maß tragen. Okay. Dann müssen wir da rein, zu Christine. Ihr müsstet mal Steam filmen, die tanzen hier alle. Ja, was hier los ist, Wahnsinn. Hallo. Hallo, ihr zwei. Hey, wie geht's euch? Also, ich habe hier schon mal für euch angerichtet. Ja? Oh, je, je, je. Also, es gibt einiges zu tragen. Und hier, Dimitri macht noch den richtigen Schaum drauf. Ja? Und nur, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Also, eine volle Maß wiegt ungefähr 2,3 Kilo. Ah, und so, okay, okay. Die Bedienungen hier schaffen locker 10 bis 12. Was? Ja. Also, Mike vor allem. Ja, Mike, ja. Mike schafft natürlich auch 12, wobei wir hätten dir noch mehr zugetraut. Noch mehr als 12? Ja, aber das ist dann ja die Technik immer, die du brauchst natürlich. 12 ist schon ein bisschen Kraft, brauchst du ein bisschen Technik dazu und kleine Hände wie, dann schaffst du auch 14. Ah, tatsächlich, weil das so drüber muss, ja. Musst du reingehen in den Krug. Also pass auf. Zeigen das. Ich würde vorschlagen, der Mike zeigt euch mal, wie der Trick funktioniert. Darf ich mal kurz sagen, guck mal seine Muckis an. Ja, ja. Ich merke das. Der Mike ist eher so die Kategorie Barock gebaut, ich bin eher so Hühnerbrust. Ja, ja, genau. Dankeschön. Ja. Also Mike, zeig mal deine Technik jetzt, ja? So reingreifen, ja? Und du nimmst 3 rechts und 3 links und dann stapeln, oder? So, dann stapelst du oben einen drauf. Wow. Nee, hör auf, Mike. Geht also, ernst. Was traust du dir zu, Alexander? 2. Nein, jetzt komm. Johannes, komm, du hast vorher extra noch trainiert, gibst du. Naja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil da kostet ja eine 14,20 €. Ja, ja. Aber ich glaube, ich nehme 8. Oh ja, also du hast jetzt 8. Jetzt mach mal. Was? Also, okay, dann jetzt hast 8. du da, okay, und 5. jetzt auf die andere Seite nochmal 6, oder was? Ja, ey, Wahnsinn. Ich habe gedacht, du stapelst. Jetzt könnte man da ja noch besser. Wow. Wow. Willst du 2 drauf tun? Wenn du größer anders, dann steckst du 6 in eine Hand. Ja, bitte, wow, komm. Also, jetzt leg los, Alexandra. Schmale Hand. Gespannt. Okay. Der also. Mike zeigt es dir nochmal. Mike. Du schaffst das, Alex. Ja. Okay, warte. Ich gebe mal Mikro ab. Ja. So, wunderbar. Also, jetzt Johannes. Komm. Auf geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren, die Gäste warten. Wie fühlt sich an? Ja, also aktuell geht's gut. Ich habe dir nur nicht gesagt, dass wir das ans andere Ende vom Bierzelt haben. Oh, da mach ich eins runter. Nein. Na, jetzt komm. Okay, Alkoholfreie. Jetzt Johannes, was ist? Ja, hier? Hallo. Mensch. Hey, komm. Ich muss ein bisschen das Hemd die zurückmachen, dass man meine Muskeln sieht. Bist du Johannes gerüstet? Ich bin nicht schon kaputt. Ja, ich glaube es auch. Aber alle Achtung, du! Nein! Ja, warte! Okay, Freunde! Wow, Johannes! Ich bin beeindruckt! Jetzt los geht's! Raus geht's! So, einmal einfach hier den Gang nach vorne. So, und ihr stellt euch jetzt einfach vor, ihr müsst das 8 Stunden am Tag machen, gell? Ja? Also, wie weit? Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines. Okay. Und geht's noch? So, ich nehme dir eins ab. Soll ich dir eins ab? Wir liefern die hier ab. Wir liefern die ab. Der Johannes. Dürft euch alle eins nehmen. Jetzt gibt's ein bisschen Rumpf. Wahnsinn. Johannes, Johannes, wie geht's dir? Hervorragend. Ich muss dieses Jahr keinen Sport mehr machen. Ja, absolut nicht. Wo ist Alexandra? Oh, die verteilt hier großzügig. Ja, wunderbar. Hey, wie war's? Ey, brutal. Ich habe tiefsten Respekt. Ja. Das ist abartig. Ich habe nur 5 gehabt und bin von dieser kleinen Strecke. Und also ich, ja, ich habe vorgekommen. Und lässt den ganzen Abend. Stell dir mal vor. Aber du, der Johannes, ihr habt ja schon einiges zusammen durchgestanden. Ja. Also ihr wart auch schon auf der Gasse unterwegs und da auch schon ziemlich mutig. Das muss man sagen, ja. Es gibt auf dem Vasen genau 3 Geisterbahnen und wir werden sie alle 3 testen. Und Alex, ich habe mir sagen lassen, wenn du nicht Sängerin geworden wärst, du wärst bei den Ghostbustern. Nicht? Ich? Ja? Ich glaube, ich bin das schreckhafteste Wesen, das du dir überhaupt vorstellen kannst.
So. Bitte bis zum Fahrende sitzen bleiben. Ja. Wir sind gute Opfer, gell? Geisterbahn Nummer 1. Ja. Haunted Menschen. So, das ist schön, mal so ein bisschen über den Vasen gucken. Alter, was mit ihm denn? Gruselfaktor auf einer Skala von 1 bis 10. Für mich 15. Alter, willst du mich auf den Arm nehmen? Die nächste Geisterbahn, die hat einen vielversprechenden Namen. Alles gut? Okay, die heißt die große Geisterbahn. Zwei Tickets hätten wir gerne. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben doch was vergessen. Ja. Hallo, wir haben alles im Griff. Wieder alles im Griff. Oh, auf dem sinkenden Schiff. Oh, keine Panik. In der Titanic. Mann, oh Mann. Jetzt ist das blöd. Okay, alles relaxed. Alles gut. Alles gut. Oh, Mann, ey. Die war lange nicht so gruselig wie die andere, oder? Nein, also ich fand es wirklich sehr entspannt. Kann man mit Kindern machen, ist gar kein Problem, so, wenn man den am Schluss weglässt. Also, sagt die Gruselexpertin, wir waren gut. Ich darf leider nicht rein, sorry. Warum? Oh nein. Sorry, ja. Muss alleine. Unsere letzte Geisterbahn. Ja. Ey, aber genau so gehen die Achterbahnen ja, los. Ja, ich weiß, das ist doch bitte. Nein, es geht bergauf. Ah! Oh! Aber geht noch, geht noch, geht noch. Ist alles gut, ist alles gut. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann, ey. Oh, Alter. Sag mal. Lass uns zum Abschluss noch was Schönes machen. Wie fällt dein Fazit aus? Die erste, die war schon wuh. Also da bin ich so oft erschrocken. Ja, das war die gruseligste, oder? Finde ich ja auch. Die war brutal. Aber für mich war die letzte, weil Achterbahn plus Geisterbahn zusammen war, das war, mein Adrenalinpegel war hier. Aber wenn man mit Kindern her möchte, würde ich die mittlere empfehlen. Ja. Kann ich alles unterschreiben. Und vielen, vielen Dank, dass du mich begleitet hast. Darf ich dir was sagen? Merci. Danke, dass du auch so ein Angsthase warst. Ja. Wie ich. Wir sind beide Schisser. Ja. So, jetzt wird genascht. Ich habe echt gedacht, ich bin allein. Der Steinende. Warte, ich habe auch eins. Warte, ich finde kein Ende. Warte. Wir sind ein bisschen stolz auf uns, oder? Hinterher, ja.